Hohoho, willkommen zurück bei Let's Play The Ball. Die Kampagne ist geschafft, liebe Leute. Das habt ihr im letzten Part ja gesehen. Meine Fresse. UFOs. Aliens. Aliens. Wunderbar. Ich darf euch jetzt allerdings noch nicht zu einem neuen Projekt oder noch nicht zu Need for Speed zurück begrüßen. Weil Need for Speed habe ich noch nicht aufgenommen. Ich nehme jetzt erstmal die Survival Maps auf. Wir haben Attica, Tenitsa, Tepiton, Amini, Portal. Portal? Das sieht ja schon nach Portal aus. Ah, schön. Und Next Tick. Wir werden bei Attica anfangen. Und ich denke, ich werde die jetzt alle in einem Rutsch aufnehmen, weil heute ist toll Freitag. Ich werde das Video auch versuchen, noch so schnell wie möglich zu rendern, damit ihr das auch noch am Freitag sehen könnt. Diesen Freitag, den 22. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit Attica. Und nachdem wir auch Next Tick durchgespielt haben, werde ich mich sofort an Need for Speed Underground dran setzen. Und hoffen, dass die Aufnahmen von Need for Speed Underground gut werden. Wünscht mir dabei Glück. Das erste Level von den Survival Maps ist Attica. Sie sind gemeinsam mit einem gewaltigen Wurm in uralten Kammern gefangen. Die grausame Natur dieser kalten, metallischen Todesfalle kennt keine Gnade. Wenn sie nicht aufpassen, werden sie zu einem Fraß für die Würmer. Gag! Würmerfraß, Runde 1 von 9. So. Wir kennen ja das Prinzip von The Ball. Auch wenn das Wasser hier ein bisschen schnell runterfließt. Wow, what the? What? Oh, okay. Hilfe. Stimmt, das nennt sich ja nicht umsonst Survival Map. Oh, hab ich mich erstmal erschrocken. Gut. Ach so, da sind Sägen und da ist Feuer. Combo Kill. Ach so, verstehe. Ja, muss ich die also jetzt wirklich umbringen? Was machen die einzelnen Teile denn? Oh mein Gott. Ah. Jetzt muss ich erst die Augen zu machen und die Nase. Boah. Ich drohe gerade zu niesen. Das ist doof jetzt für die Aufnahme. Was? Oh, das ist explosionsfähig. Oh, da kommt was runter. Tschüss, Sikorsky. Nein, da sind noch mehr Viecher. Ich muss erstmal herausfinden, was die ganzen Teile hier machen. Da sind Stacheln. Kleine Bomben von oben. Ach, ja, ist gut. Ah, der Wurm. Scheiße. Hilfe, ist das geil. Wow. Okay, dann gehen wir nochmal rum. Ein Schädel. Was macht der? Sieht aus wie Power-Up. Tötet alles um uns herum. Instant. What the? Ach so, hinter mir kommt die auch. Ah, shit. Shit. Okay. Ich habe die erste Runde überlebt. Ach so, und wir kriegen dann auch Lebenspunkte wieder. Das ist ja natürlich sehr geil. So, okay. Erstmal. Oh nein, ich weiß, worauf das hinausführt. Da kommen viele verschiedene Gegner. Wow, ja. Okay, versuchen wir einfach mal so lange zu überleben, wie es uns möglich ist. Das sieht nicht gut aus, das sieht sehr problematisch aus. Aua. Aua, aua. Ball, komm zu mir. Ja, du spuckst Feuer. Komisches Schildkröten-Hutifi. Ist mir doch scheißegal. Mein Ball ist bei mir. Das zählt doch gerade. Okay. Die Survival Maps. Okay, da kann man nicht so gut lang. Das ist ein bisschen blöde. Das sind Sägen, ne? Sägen. Säg, säg, säg. Alles klar. So. Doch, der Ball kann einfach mal über die Sägen drüber springen. Survival heißt ja eigentlich nur, dass wir den. Oh, ganzen Scheiß hier überleben müssen, ne? Und da ist der Wurm. Und ich glaube, irgendwie müssen wir uns um den nachher doch auch kümmern, oder? Und irgendwie wäre das schön, wenn die hier mal hochkommen würden, dann kann ich das machen. Yeah. Sehr schön. Wann resettet das Teil denn? Ach so, okay.
Das resettet recht komisch und der Ball ist weg. Hilfe! Zu viele Gegner. Und ich muss Combo-Kills hinkriegen. Combo-Kills. So, dann werde ich die Leute mal auf die Sägen versuchen zu bringen. Ah, das bringt aber nichts. Oh, shit. Das ist ja schwieriger, als ich zuerst dachte. Okay, dann warte ich hier erstmal. Ist nur einer, ist so langweilig. Aber, okay, wie wir gerade gesehen haben, macht das die wirklich tot. Okay, ich gehe den Weg, wo nur ein und zwei Viecher langkommen. Ah, das wird noch echt interessant. Mein Gott, das ist echt spannend hier. Das hätte ich nicht gedacht. Ein schöner Modus, bei dem man ziemlich aufpassen muss. Sie haben einen mächtigen Verbündeten gefunden. Den Wurm in der Mitte. Oder was? Oder wie? Oder wo? Egal, wir drücken einfach mal alles. Ja, nicht alles. Weil wir nicht in alles drankommen. Und scheiße, wir sterben gleich ja schon. Das ist nicht so schön. Nein. Sie sind wieder auf sich allein gestellt. Okay. Anscheinend sind hier noch ein paar Funktionen, die mir noch nicht so ganz klar sind. Das Feuer war zu spät. Das ist schade. Das Problem ist auch, dass man nicht genau weiß, was jetzt genau passiert. Ah. Holen wir uns einfach nochmal unseren Verbündeten zurück, wenn ich hier nochmal drankomme. Ah, oh, sie haben einen mächtigen Verbündeten und nur noch 4 Lebenspunkte. Das ist scheiße. Ich muss mir was überlegen. Nein! Mach Sägesäg! Bring mich zum nächsten Level! Bring mich zur nächsten Runde! Sie sind wieder auf sich allein gestellt. Ja, das ist scheiße. Komm, das leuchtet doch! Ja! Brennt! Brennt! Da unten der Balken ist doch so gut wie voll! Ja, scheiße! Ich will meinen Ball wieder haben. Und ich will vor allem wieder Lebenspunkte haben. Oh Gott. Ich stelle mich ja leider wirklich nicht so gut an gerade. Naja. Fuck it. So, tot. Von hinten kommt nichts. Oh ja, das war nötig. Das war nötig. Jetzt habe ich wieder Lebenspunkte. Das ist wunderbar. Ein wunderschönes Gefühl. Und jetzt fragt sich natürlich, was für Feinde jetzt kommen. Okay. Wir. Ach so. Die kommen von hier oben runter. Das ist nicht so schön. Combo Kill gibt's dafür leider nicht. Schade. Ja, komm schnell, komm schnell, komm schnell. Wow, wow, wow. Das wird schwierig, da durchzukommen. Combo One. Super. Bam. Einfach umgematcht. Wow, für euch rechne ich doch nicht. Aua, Hilfe, Hilfe! Was ist das für ein Chaos? Ah. Oh, shit. Okay, das bringt einen nur sofort um. Benötigte Zeit. 6 Minuten 46. Das ist interessant. Käfer getötet. Ich will das gerne mal bis zum Ende schaffen. Also das war jetzt der erste Versuch. Ich bin gespannt, wie weit ich komme. So langsam